Wer am Wild euch näher kennenlernt, ist fasziniert. Wenn sie mit ihrer Findschlag kommen, wenn sie Viren tragen und wenn man Haus euch davor schützen kann. Glückliche Säue und andere. Unglaublich vital, trotz der Wildsäue allem, auch der Viren. Und der Menschen. Heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bereits die fünfte Sendung Netz Natur im Corona-Modus. Nach mehr als einem Jahr Pandemie. Und darum sind meine beiden Redaktionsgespönle Barbara Gollwitzer und Reto Vettli, die mich hier filmen, schön auf Distanz. Ich zeige sie Ihnen hier kurz mit dem Handy. Ich trage Maske, weil sie noch beieinander zusammenarbeiten. Maske tragen, wie es sich gehört. Und Sie werden darum auch im Laufe der heutigen Sendung verschiedene Leute noch mit Masken sehen. Viren von denen haben wir die Nase alle gestrichen voll. Und doch haben sie auch eine andere Seite. Sie sind nämlich unheimlich wichtig für alles Leben auf der Welt. Und damit es in der heutigen Sendung nicht nur um Viren geht, sondern auch um größere Tiere, zeigen wir Ihnen Wildsäue, die hier vor mir ihre Spuren hinterlassen haben. Wildsäue und Menschen und Viren, ein spannender Mix, aber etwas kann man ganz sicher garantieren. So noch wie heute sind sie noch nie an Wildsäue angekommen. Diskret und heimlich im Wald. Gestreifte Frischlinge, was erwartet sie im Leben? Werden sie zum imposanten Keiler mit der scharfen Hauer? Oder zur Mama, die jedes Jahr so eine queerlich gestreifte Gesellschaft aufzieht? Werden sie den Menschen ein Dorn im Auge, wenn sie die Felder nutzen als Versteck und Futterquelle? Oder wenn sie in den Wiesen wielen, nach Engerling, Regenwürm und den Nestern der Mäuse? Wildsäue müssen ständig auf der Hut sein, immer parat zum ums Leben säckeln, wenn ihnen der Mensch ans Leben will. Die Jagd auf die Wildsäue ist ein beliebter Sport. Und sie ist auch nötig, denn das Zusammenleben mit den Menschen ist für beide Seiten gar nicht einfach. Wildsäue können Träger sein von Krankheiten, die sie können auf ihre domestizierten Artgenossen übertragen können. Gebiete, wo sie noch ungestört können daheim sein, sind bei uns selten. Fast alles Land will der Mensch für sich. So pendeln sie heimlich hin und her zwischen dem Wald und Schilf und dem Menschenland. Und jederzeit kann es klopfen. Am Tag findet man meistens nur noch ihre Spuren, wo sie zur Nacht unterwegs waren. Ihre Wellness-Oasen, sogenannte Malbäume, wo sie sich wohlig kratzen. Warum, werden sie noch sehen. Aus Pflanzenmaterial bauen sie Nester. Ihren Kot findet man aber nicht im Nest. Er ist seit vielen Jahren der Wildsäue auf der Spur, der Stefan Sutter. Da haben Wildsäue weit abgegraben nach den Regenwürmen, die tief im kalten Winterboden stecken. Der Stefan Sutter ist Biologe und Dozent an der Fachhochschule für angewandte Wissenschaften Wädenswil. Im Naturschutzgebiet Vanel am Neuenburger See studiert er die Wildsäue in einem Projekt mit Dutzenden von unbemannten Kameras, um ihr Verhalten kennenzulernen und zu Methoden testen, um sie zu zählen. Verrückt. Obwohl es in der Schweiz immer mehr Wildsäue gibt, weiß man wenig Genaues über ihr Verhalten und nur sehr ungenau, wie viel das es tatsächlich sind. Sonnige Wildtierkameras, sogenannte Wildcams, verdanken wir intime Einblicke ins Leben der Wildsäue. Jede Wildcam ist sozusagen ein Blick durchs Schlüsselloch, wo man sonst nie eine Chance hat, zum zu sehen. Die hier macht aus Schilfblättern ein Nest parat, damit sie nicht im Nassen liegt. Sind Sie schon je so mit einer Wildsau im gleichen Nest gesehen? Wildsäue sind Familientiere.
Wie bei uns sind die Halbstarken in einer Rotte vom Kindergarten, wo um die Beine der Mama herumwuselt, nicht immer begeistert. Wildsäue gelten ja fast sprichwörtlich als unkoblet und grob. Die Wildcam enthüllt auch etwas anderes. So Nester von der Wildsäue sind attraktiv auch für andere im Schilf. Dass das aber nicht immer gesund ist für sie, werden sie noch sehen. Diese Bilder zeigen, wenn keine Menschen herum sind, haben die Wildsäue doch ein ziemlich friedliches Leben. Bei Netz Natur nehmen wir ja immer wieder den Blickwinkel von Tieren ein, die mit uns zusammenleben. Wenn die Menschen das Leben von der Wildsäue durcheinander bringen, ist die nächste Geschichte, die wir ihnen zeigen. So riefen die Füchse, wenn sie auf Brutschau sind. Bilder mit Infrarot im Dunkeln. Die Wildsäue kümmert das nicht. Eigentlich wären sie ja tagaktiv. Weil der Mensch die Wildsäue aber stark bejagt, bewegen sie sich doch hauptsächlich im Dunkeln. Auch in der Nacht, wenn man nicht viel sieht, sind sie unglaublich geländegängig. Es gibt kaum ein Hindernis, wo sie nicht durchkommen. Wenn das Fell nass ist oder dreckig, reiben sie mit Wonne an bestimmten Bäumen. Wildsäue sind kompakt gebaut und wenig biegsam. Mit ihrem Rüssel können sie ihr Fell kaum selber pflegen. Und so sind meistens neben einer Saule, einem Schlammbad, die sogenannten Mahlbäume, das Wellnesscenter der grossen und der kleinen Wildsäue. Aber die friedliche Welt der Wildsäue kommt wegen der Menschen immer wieder durcheinander. Weil sie sich in Feld und Wald mit Viren können infizieren können, werden sie zur Gefahr für menschliche Interessen. Die afrikanische Schweinepest hat sich das letzte Jahr von Polen nach Deutschland weiter ausbreitet. Wo das Virus neu auftaucht, bringt die Wildsäue fast immer um. Bei einer Ansteckung geht die Inkubationszeit von ein paar Tagen bis zu 3 Wochen. Bei diesen Familientieren kommt das Virus weiter, bevor die Krankheit ausbricht. Das kennen wir doch. Das Virus von der afrikanischen Schweinepest, 200 Millionstel Millimeter groß und zum Glück nicht gefährlich für die menschliche Gesundheit. Es ist unglaublich zäh, bleibt bei Temperaturen unter 18 Grad auch über hunderte von Tagen infektiös für Zeug, auch in Schweinefleischprodukten oder im Kadaver von einer Wildsau, wo am Virus gestorben ist. Ein Schulungsvideo vom Amt für Staatswald in Polen, weil das Virus sehr leicht in Haltungen von Haussäu eingeschleppt wird und ganze Bestände kann infizieren, werden so Kadaver mit Verdacht aufs Virus von Spezialisten in Schutzmontur verräumt. Alles wird desinfiziert, sogar der Boden. Denn wenn andere Wildsäue kommen, hier schnüffeln, wo der Artgenoss verändert ist, könnten auch sie sich infizieren und das Virus weitertragen. Auf solche Aktionen bereitet man sich heute auch in der Schweiz vor. Denn das Virus von der afrikanischen Schweinepest, kurz sagt man ASP, könnte auch bei Wildsäue hier bei uns auftauchen. Das Virus ist also nicht gefährlich für einen Mensch, aber umso mehr für Haussäue. Eine grosse Gefahr für den Produktionsbetrieb von Schweinefleisch. Durch eine Schweinemast in Polen, ein Land, wo die ASP aus Ländern wieder im Osten eingeschleppt worden ist. Jetzt kommen ein paar harte Bilder. Die ASP kann man nicht behandeln. Wo die Krankheit auftaucht, werden ganze Schweinebestände getötet, sogenannt geheult, wie hier mit einer mobilen Einheit. So Tötungsaktionen bleiben in fast jedem Land, wo die ASP auftaucht. Trotz Abwehrzäunen entlang der Grenze sind im August 2020 in Ostdeutschland tote Wildsäue mit ASP gefunden worden, die aus Polen über die Neiße ins Deutsche geschwommen sind. Das macht nicht nur den Behörden zu Deutschland Sorgen. Wanderungen von kranken Wildsäuen sollte man möglichst reduzieren. Auch in Belgien und Tschechien hat es Ausbrüche von der ASP. In Belgien wahrscheinlich durch Säue, die illegal für die Jagd aus Osteuropa freigelassen worden sind. Sonnige Hege baut man um grosse Waldgebiete, wo die ASP bei Wildsäue auftaucht. Ein riesen Aufwand von der Allgemeinheit zum Schutz von der Schweineindustrie. Das Virus von der ASP wird aber nicht nur von der Wildsäue weitergetragen. Auch in Schweinefleischprodukten aus Gebieten, die infiziert sind, werden sie von Menschen weit verfrachtet, ohne dass sie es merken.
Darum hat es heute auch in der Schweiz an den Autobahnen Tafeln, wo Lastwagenfahrer aus Osteuropa beten, Fleischreste sicher zu entsorgen. Sicher von Wildzeugen, die allenfalls nachts an die Abfall wollen. Gleiche Appell gehen auch an die Waldarbeiter aus den Ländern mit ASP im Osten. Und auch an Tausende, die es bei uns in der Landwirtschaft braucht, die können arbeiten können, ein paar Monate wieder heimgehen und dann wieder kommen. Mit einem Haufen Lebensmittel im Gepäck von daheim. Da sollten wirklich nie so Salamireste irgendwie im Freien liegen bleiben. In Wurstwaren, die nicht gekocht sind, oder in Rohschinken, kann das Virus von der ASP mehr als ein halbes Jahr infektiös sein. Aber wieso eigentlich afrikanische Schweinepest? Das Virus stammt aus Afrika, und zwar von Sauverwandten. Vor allem von Warzenschweinen, die es untereinander durch Lederzecken übertragen. Warzenschweine werden kaum mehr krank von diesem Virus. Über Jahrtausende haben sich Wirt und Virus aneinander angepasst. Wo aber die weißen Kolonialisten Haussäue aus Europa nach Afrika gebracht haben, ist das Virus der Warzenschweine auf die Haussäue übergesprungen, die natürlich nicht die geringste Abwehr hatten. In den 1950er Jahren ist dann das erste Mal und 2007 das zweite Mal die ASP nach Europa eingeschleppt worden. Wahrscheinlich mit Fleischabfällen in den Hafen von Poti zu Georgien, von Schiffen, die aus Afrika gekommen sind. Von dort hat sich das Virus zuerst im Land ausbreitet. Eine Dokumentation vom ZDF illustriert, wie es dann weitergegangen ist nach Westen, über Russland, das Baltikum, die Ukraine, Polen, 2019 und dann dort in einem Gump, wahrscheinlich indirekt verschleppt durch Menschen, nach Westen an die deutsche Grenze. Und dann dort, das letzte Jahr im August 2020, die ersten toten Wildzeuge, die ASP positiv waren, auch in Deutschland. Ende Oktober dann auch Sachsen. Die deutsche Schweineindustrie ist alarmiert. Zuchtsauen wochenlang in sogenannten Kastenständen. Bei uns ist das nur noch für ein paar Tage erlaubt. Auch in Deutschland steht das massiv in der Kritik und soll abgeschafft werden. In der Schweiz gibt es noch kaum industrielle Grossbetriebe von Schweinezucht und Schweinemast. Und ein guter Drittel vom Schweizer Schweinefleisch stammt aus Labelbetrieb, wo den Tieren, wie hier mit Stroh am Boden, bessere Bedingungen bieten als nur das gesetzliche Minimum. Bei den anderen zwei Drittel der Schweizer Säue, die in der Mast nach dem Gesetz fast einen Quadratmeter Platz pro Sau zu gut haben, gibt es beim sogenannten Tierwohl noch deutlich Luft nach oben. Trotzdem, die meisten Schweizer Säue haben es besser als der heute normale Standard von einer Tierfabrik im Ausland. Vielleicht ein Gedanke wert, wenn man billiges Schweinefleisch aus dem Ausland kauft oder für das sogar über die Grenze fährt. Industrielle Tierfabriken mit Abertausenden von Säuen gibt es unter anderem in Amerika. Hier ist das grosse Fleischbusiness daheim, mit Hormonen und Antibiotika als Leistungsförderer und kupierten Schwänzen. Und bei so viel Säuen auf kleinstem Raum tickt auch eine Zeitbombe von Viren. In den letzten zwei Jahrzehnten hat auch China die Schweineproduktion gigantisch gesteigert. Einblick in einen Produktionsbetrieb, ins neueste Schweinehotel. 30'000 Säue hat es hier. Die Fabrik soll im Jahr 840'000 junge Säule produzieren, auf 9 bis 12 Etagen. Yangxiang, die weltweit grösste Hightech-Tierfabrik, alles clean. Das Personal muss zum Arbeiten zuerst zur Desinfektion und Quarantäne, mit gutem Grund. Viren von der Schweinegrippe, die vor etwas mehr als 100 Jahren eine schlimme Pandemie ausgelöst haben. Die Welt wäre nicht, was sie ist, wenn es keine Viren gibt. Viren sind keine Lebewesen, sondern nur Partikel mit genetischen Informationen, ein paar Millionstel Millimeter groß. Sie dringen ein in Zellen von Lebewesen und programmieren die so, dass sie die Viren vermehren, die dann wieder andere Zellen befallen. Es ist sogar möglich, dass die Viren gleich alt sind wie das erste Leben auf der Erde. Mehr als 3 Milliarden Jahre. Schon die ersten Eizeller haben es mit den Viren zu tun gehabt. Aber nicht nur schlecht. In der ganzen Entwicklung der Lebewesen findet man im Erbgut überall die Spuren der Viren. Sie transportieren Gene von einer Art zu anderen, kombinieren das Erbgut neu, dass neue Eigenschaften, neue Arten können entstehen. Sie regulieren Tiere und Pflanzen.
Wenn es mal zu viel gibt von einer Art, sorgen sie über Krankheiten, wieder für den Ausgleich. Und auf dem ganzen Weg von der Entwicklung durch die Millionen von der Revolution haben die Viren bis ins Erbgut der Menschen ihre Spuren hinterlassen. Bei den modernen Säugetieren, also auch bei uns, hat sich die Verbindung zwischen der Plazenta und dem Embryo mit Hilfe von sogenannten endogenen Retroviren gebildet. Das beweisen die Virengene in unserem Erbgut. So wären alle Lebewesen, auch die Menschen, heute nicht, was sie sind, wenn es keine Viren gibt. Wieder zurück nach Asien, zu den Grippeviren. Sie entwickeln sich in Säu und können dann als neue Varianten auf die Menschen überspringen. Oder sie kombinieren sich mit Grippeviren von den Vögeln, immer wieder neu. Grippeviren, die einmal mehr, einmal weniger gefährlich sind für die Menschen. So hat jedes Jahr eine neue Grippewelle bei den Säu und Vögeln in Asien oder in Amerika ihren Ursprung. Von Mensch zu Mensch werden sie dann einfach übertragen durch sogenannte Tröpfcheninfektionen oder Schmierinfektionen. 1918 hat ein Schweinevirus, der ursprünglich von Vögeln stammt, weltweit die spanische Grippepandemie ausgelöst, wo um die 40 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Das Bild, aufgenommen vor 100 Jahren, scheint heute wieder sehr aktuell. Grippeviren in den Säu und Vögeln mutieren ständig. Und eine schlimme Pandemie, da sind sich die Fachleute einig, kann jederzeit die Welt wieder überrollen. In Tierfabriken von Säu und Geflügel, vor allem in Amerika und Asien, tickt das Wechselspiel der Grippeviren wie eine Bombe. Die WHO überwacht die Mutationen, die sich jedes Jahr um die Welt verbreiten. Weil die Menschen immer mehr Natur zerstören, Urwälder abholzen und Gebiete besiedeln und wirtschaftlich ausbeuten, kommen sie in Kontakt mit Viren der Wildtiere. Holzausbeutung, landwirtschaftliche Plantagen, Weiden fürs Vieh. Viren, die in Flughunden leben, springen über auf andere Wildtiere. Eine steigende menschliche Bevölkerung verlangt nach Fleisch. Fleisch aus dem Busch wie in Afrika bringt dort Ebola-Viren immer wieder zum Überspringen auf einen Menschen. Und der fadenartige Ebola-Viren verblutet Menschen innerlich. Je nach Virusstamm zwischen 30-90% der infizierten Patienten sterben. Es hat immer wieder Ausbrüche gehabt, der letzte im Kongo im Juni 2020. 2019 in Wuhan in China der aktuelle Ausbruch vom Coronavirus. Fachleute vermuten einen verrückten Zusammenhang. 2018-19 sind in China 200 Millionen Säu der ASP zum Opfer gefallen. Es hat einen Mangel an Schweinefleisch. Darum haben mehr Leute Fleisch von Wildtieren gekauft auf einschlägigen Märkten. Schuppentiere und Fledermäuse, die Folgen sind bekannt. Das Coronavirus von den Fledermäusen geht um die ganze Welt und ist auch bei uns mehr als präsent. Der biologische Vorgang, da ist klar, wo immer mehr Menschen immer dichter zusammenleben und wir haben, um sich zu schützen, kommt das Coronavirus locker weiter. Zurück zu den Wildsäuen und ihrer Beziehung zu den Viren. In Italien kommen Wildsäuen bis in die Alpen vor, dort, wo es Wölfe hat. Am Oben spielen die mit ihren Jungen. Je nach Gebiet können Wildsäuen bis zu 3/4 der Beutetiere von Wölfen ausmachen, meistens Junge. Wo die Wölfe am Spielen sind, taucht weiter unten eine grosse Wildsau auf. Neben den Jäger ist der Wolf ihre grösste Find. Und umgekehrt verfolgen Wildsäu junge Wölfe. Grund genug, dass das Elternpaar und zwei junge Erwachsene aus dem Vorjahr auf die Wildsau losgehen. Die unglaublichen Bilder vom Tierfilmer Stefano Pogliotto zeigen aber, dass sich die Wölfe oder Wildsäu mir eine Nacht nehmen und eine fitte Sau alles andere als eine leichte Beute ist. Die messerscharfen Hauen von der Wildsäu sind hocheffiziente Waffen. Wenn dort die Wildsau die geringste Schwäche zeigte, würde sie die Wölfe packen. Zeigt sie aber nicht. Sie sucht Rückendeckung und lässt sich nicht vertreiben. Der kräftige Vater dieser Wolfsfamilie provoziert von unten und probiert die Wildsau aus der Reserve zu locken. Aber da ist nichts zu machen. Der Gescheiter gibt noch, der Esel oder die Wildsau bleibt stehen. Wildsäu sind häufig Träger von einem weiteren Virus, vom Audzecki-Virus, der tödlich ist für die Hunde. Warum häufig Jagdhunde an Audzecki sterben, die in Reihen von gejagten Wildsäu fressen? Wölfe als Hundeartige aber nicht, obwohl sie häufig Säuer beuten, weiss man nicht genau.
Auf jeden Fall finden Wölfe Wildsäuer an der ASP verändert sind präzise und helfen sie beseitigen. Die Wildsäuer haben aber doch eine ganz gemeine Waffe gegen ihre Finde. Die kahlen Stellen um die Augen und um die Nase zeigen. Wildsäuer sind nicht selten Träger der Räuden, häufig ohne dass sie wirklich schwer darunter leiden. Wenn die Wölfe Beute gemacht haben oder einen Kadaver finden, wälzen sie sich häufig drüber. So tarnen sie sich geruchlich mit dem Parfum der Beute. Schlecht aber ist für die Wölfe, wenn sie so die Milbe, die die Räuden auslöst, aus dem Fell der Sau auflesen. Das Wolfsrudel in Norddeutschland hat sich brutal ein Tier ums andere mit Räuden infiziert. Wenn man so einen Befall hat, die Kranken tödlich für die Wölfe. Die Beispiele vom Auschetzky-Virus und der Räudenmilbe zeigen, wie Kranken zwischen den Arten eine ausgleichende Rolle spielen. Die Wölfe können gefährlich sein für die Säue und umgekehrt regulieren die auf indirekte Art ihre Fressfinde. Auch die Videofallen zeigen, in den Nestern der Wildsäue bleiben Räudenmilben zurück. Und weil die Füchse so gerne in die komfortablen Nester hocken, lesen sie dort die Räuden auf. Schwache Füchse sterben an dieser Infektion. Für die Wildsäue heisst das, er findet weniger, wo es Nacht im Dunkeln auf kleine Frischlinge abgesehen hat. Wildsäue sind also auf vielfältige Art verflochten mit ihrer Umgebung. Sogar über Krankenserreger, die ihnen manchmal gefährlich, manchmal aber auch nützlich sind. Gefährlich vor allem dann, wenn sie wegen Mensch Träger von einem neuen Virus werden, wie bei der ASP, der Schweinepest aus Afrika. Sie werden zur Gefahr für einen Haufen grosse und kleine Zucht- und Mastbetriebe von Haussäu. Wenn die Säu, was für ihr Wohl lobenswert ist, in einen Auslauf dürfen, muss man absolut verhindern, dass Wildsäu von außen an die Kehgarne kommen. Auch nicht, was immer wieder vorkommt, ein geiler Keiler. Die Schweinehalter in der Schweiz sind darum auf Wildsäu meistens nicht gut zu sprechen. Und wieder einmal nimmt eine Geschichte bei Netz Natur eine Wendung, die überraschend ist. Diesmal auf einer Insel mitten im Mittelmeer auf Sardinien. Seit 3000 Jahren, seit der Bronzezeitkultur der Nuraghe, haltet man hier Haussäu, die im Umkreis der Höfe und Hirtenstützpunkte frei rumlaufen und sich selber versorgen. Wenn man vergleicht, wie Haussäu noch immer anders gehalten werden, sind das, biologisch gesehen, wahrscheinlich die glücklichsten Haussäu der Welt. Futter gibt es genug. Steineichen und Korkeichen mit ihren Eicheln, wilde Oliven und ein Macchia mit wilden Rüebli, Früchten, Kräuter und Beere. Weil aber 1978 mit Fleischabfall aus Portugal das Virus von der ASP nach Sardinien gekommen ist, haben sich die freilaufenden Säue oder die Wildsäue infiziert mit dem Virus von der ASP. Und darum sind die Sardiniensäue der Veterinärbehörden der EU schon jahrzehntelang ein Dorn im Auge. Denn im gleichen Lebensraum der Haussäue hat es auch einen Haufen Wildsäue. Biologisch ist es die gleiche Art. Und die Viren der ASP gehen seit 40 Jahren zwischen der Wildsäu und der Haussäu hin und her. Zarte sind passionierte Wildsaujäger, aber in der Macchia, wo kein Mensch durchkommt, kann man Wildsaubestand kaum regulieren. Und Tiere, die an der ASP verändert sind, findet man kaum. Aber anders als in kalten Gebieten bleibt das Virus von der ASP im trockenwarmen Klima im Boden von Sardinien nicht lang gefährlich. Die Nähe zwischen Wild und Haussäu ist bei diesen Kleinen unübersehbar. Aber eigenartig, weder die Bestände der Haussäu noch die Wildsäu sterben wegen dieser Seuche aus. Um die ASP ausrotten, hat man unterstützt von der EU 2017 eine Ausrottungskampagne gestartet bei Tausenden von freilaufenden Säuen. Und die Regionalregierung fordert jetzt die Aufhebung vom Exportverbot für Schweinefleisch aus Sardinien. Zum mehr herauszufinden, fragt für Netz Natur die Sardisch-Biologin Lara Bassu, der Professor für infektiöse Tierkrankheiten an der Uni Sassari, der Marco Pitau, warum auf Sardinien trotz Schweinepest nicht alle Wildsäue und freilaufenden Haussäue sterben, sondern gesund und fröhlich rumlaufen.
Zuerst, weil sich nicht alle dort anstecken. Zweitens, weil sich auch bei denen, die sich anstecken, nach ein paar Jahren eine Art Gleichgewicht bildet zwischen dem Virus und seinem Wirt. Bei allen Infektionskrankheiten stelle sich mit der Zeit der Zustand von Konfliktvermeidung ein. Ein Prozess, der natürlich passiert. Man beobachtet immer wieder, dass die Infektionen zunehmen, wieder abnehmen. Es gibt epidemische Spitzen. Dann zerstreut sich die betroffene Population wieder. Es gibt also weniger Fälle. In diesem Fall gibt es eine Tendenz für eine Selektion. Sei es jetzt auf der Seite des Krankheitserregers oder des Patienten in Richtung einer gegenseitigen Resistenz. Clara Passu fragt, ob die Ausmerzungskampagne von der freilaufenden Säue auf Sardinien nur einen Vorteil oder auch einen Nachteil hat. Der Professor Marco Pitau sagt, die sardischen Bauern bedienen vor allem den lokalen Markt. Es gäbe also keinen grossen Markt für ihre Produkte. Sie dürfen Schweinefleisch nicht exportieren. Außer vielleicht die Sarden, die im Ausland arbeiten, wenn sie an ihren Arbeitsplatz zurückgehen auf dem Kontinent, nehmen vielleicht ein Salsiccia, ein paar Stückchen Rohschinken, ein bisschen Speck mit von daheim. Aber es gab keinen grossen Handel, der diese Kampagne mit einem grossen Vorteil für Sardinien rechtfertigen würde. Liebe Touristen, die sich so eine Salsiccia kaufen im Sommer auf einem der traditionellen Märkte, rohe Schweinefleischprodukte können dort tatsächlich Viren von der ASP enthalten. Und darum ist es eigentlich verboten, sie von der Insel mitzunehmen. Aber 40 Jahre ASP auf Sardinien zeigen, wie sich ein Virus und sein Wirt noch miteinander arrangieren. In der Schweiz ist ASP im Augenblick noch weit weg. In den Feldern tummeln sich die Wildsäue, die Bauern schimpfen und wollen, dass die Jäger noch mehr schiessen. Und die Jäger schimpfen über die Bauern, die ihre Wildsäue weghaben wollen. Der wilden Säue im Rapsfeld ist das Geplänkel ziemlich egal. Das ist der Ueli, eine der markierten Säue, die die Forscher beobachten, was sie machen. Bei dieser Rotte gehen sich die Kleinen warm auf einem Haufen, weil die Nacht kühl ist. Die Drohnenaufnahmen vom Wildsauforscher Stefan Sutter zeigen, wie sich die Wildsäue im Maisfeld bewegen, sich bedienen wie im Schlaraffenland und optimalen Schutz haben. Je nach Nahrungsangebot im Wald schwanken die Populationen der Wildsäue stark. Die Buchen produzieren Buchennüsse. In gewissen Jahren, sogenannten Mastjahr, gibt es besonders viel von diesen Somen. Grosse Mengen von Futter für die Wildsäue und einen Haufen andere. Und das gleiche bei den Eicheln. Die Bäume bestimmen also mit, wenn die Wildsäue wegen guten Nahrungsangebot einen Haufen Junge haben. Oder eben wenig. Wenn sie im Wald wenig zu fressen finden, holen sich die Wildsäue ihr Futter in den Feldern, die vor ihrer Nase wachsen. Und dank dem haben sie auch dann immer noch eine rechte Zahl von Jungen. So kommt es im Landwirtschaftsgebiet jedes Jahr zu Schäden in den Hunderttausenden von Franken. Wildsau-Populationen nehmen dank dem super Futterangebot ständig zu. Die Jäger probieren sie mit viel Aufwand zu reduzieren. Weil man mit normalen Jagdmethoden nicht genug schießt, haben verschiedene Kantone den Jagdaufseher und den Jäger Abschüsse Nacht mit Wärmebild-Zielgerät erlaubt, was für die normale Jagd verboten ist. Dank dieser Nachtjagd werden in den letzten Jahren mehr Wildsäue erlegt. Während vielen Jahren sind Wildsäue einen an der Schweizer Grenze in Deutschland und in Frankreich ein Business für die Jagd. Das Schwimmen durch den Rhein in der Schweiz ist für Wildsäue kein Problem. Und so sind aus dem Norden und vom Westen immer reichlich Säue in die Schweiz gekommen. Heute sind die Bestände in den Nachbarländern als Vorbeugung gegen die ASP zwar reduziert durch die Jagd, aber unterdessen prosperieren sie munter auch bei uns. Hier haben wir im Spätherbst 2018 eine Regulierungsjagd nordwestlich von Schaffhausen können begleiten. Fast 90 Jäger, auch ein Haufen aus der Schweiz, gehen auf ihre Posten und passen schussbereit auf die Säue. Treiber mit Leuchtwesten drücken die Säue in die Richtung der Jäger. Sauen! Zwischen uns! Sauen! Rückwärts! Rotten rückwärts! Wir sind hier innen gesessen. Festlinge ab.
Einen schießt daneben. Die Jägerin hier schießt nicht, wie es muss sein. Hinter der Sau gehen die Kugeln gefährlich ins Leere. Am Schluss dieser Aktion liegen 17 Säue. Es werden Proben genommen, weil Wildsäue oft Trichinen haben. Und seit die ASP aktuell ist, testet man erlegte Säue regelmässig auch auf das Virus. Die gesellige Tradition der Jagenden ist momentan durch das Coronavirus wie so viel anderes deutlich eingeschränkt. Die Reduktion der Wildsäue wegen der ASB ist ja gut und recht. Aber Achtung, wenn man sie zu stark bejagt und reduziert, produzieren sie einfach mehr Junge. So kompensieren sie Verluste. So könnte die Jagd das Gegenteil bewirken. Der Kanton Genf geht punkto Jagd einen ungewöhnlichen Weg. Seit 1976 ist die Jagd durch Hobbyjäger im Kanton verboten. Wildsäue reguliert man sehr präzise mit sogenannten Kehrungen, wo man sie mit wenig Futter anlockt. Ein Wildcam, der über das Mobilnetz live erfasst und meldet, wenn die Säue da sind, auf das Handy eines Wildtäters vom Staat, der Pickendienst hat. Der rückt aus und macht sich dann mit Nachtsichtgerät und Schalldämpfer an Abschuss. Den Abschuss haben wir nicht dürfen filmen. Die Verwaltung in Genf hat Angst, so Aufnahmen werden von Jagdgegnern im Internet kopiert und dann gegen die Jagd verwendet. Dass die Amateurjagd in Genf verboten ist, ist ein politischer Entscheid. Die Milizjagd in anderen Kantonen, die Beteiligung der Bevölkerung, macht bei der Regulierung der Wildtiere durchaus Sinn. Umgekehrt macht es Sinn, wenn Profi, die vom Staat dargestellt sind, die private Jagd unabhängig überwachen und spezielle Aufgaben betreuen. Hier im Kanton Genf helfen die Wildhirter den Bauern beim Aufstellen von Schutzhägen um die Kulturen gegen die Schäden der Wildsäue. Entschädigung bei Wildschaden gibt es nur, wenn eine Kultur geschützt ist und wenn die Schäden höher sind als die Kosten für einen Hagen. Das System funktioniert im Kanton Genf mit wenig ländlichen Gebieten relativ gut. Wie aber sieht das aus, wenn das Landwirtschaftsgebiet viel grösser ist und viel mehr Wildsäue hat, wie hier im Berner Seeland, gerade neben dem Schutzgebiet mit Schilf vom Fanel, wo ein Haufen Wildsäue leben. Auch hier hat es Elektrohäge zum Schutz vom Mais, aber die nutzen nur, wenn der Strom nicht abgeleitet wird vom hohen Gras oder von den Ackerwinden. Also ist ein Elektrohäge für die Füchse und die Wildsäue, die lassen sich nicht zweimal bitten. Wie effizient ein guter Hag ist, zeigen die Bilder von einer Wildcam. Die Säue merken, dass hier bei dem Acker auf dem Elektrohag, wo man auf dieser Infrarotaufnahme kaum sieht, eine gute Ladung Strom drauf ist und motzen ziemlich. Enttäuscht zotteln sie ab. Ganz anders sieht das aus, wenn auf dem gleichen Hag kein Strom ist. Das merken sie sofort. Und das ist die nächste Herausforderung, wenn es um den Gesundheitsschutz von Haussäuen in der Schweiz gegen die Wildsäue geht. Nicht nur wegen der ASP. Eine grosse Freilandhaltung vom Landwirtschaftsbetrieb von der Strohanstalt Witzwil im Berner Seeland. Zum sehen, dass die Säue ihr Verhalten nach Lust und Laune leben können, muss man kein Spezialist sein. Wenn eine Mehrheit der Säue ihre Jungen in einem engen Käfig einen Kastenstand werfen müssen, geht das in dieser Freilandhaltung anders. Bequem im Stroh, eins nach dem anderen. Und gleich hat jedes kleine Säuli sein Sitzen an der Mutter gefunden. Die gehört von jetzt an ihm allein. Und bei diesen Bildern braucht es in Bezug auf das natürliche Verhalten kein Kommentar.
Ein Problem von dieser tiergerechten Haltung ist aber, dass die Säue gegen Umwelteinflüsse wenig geschützt sind. Das fördert auf der einen Seite ein positives Immunsystem. Auf der anderen ist es eine Herausforderung, dass Wildsäue nicht noch an die Haussäue herankommen oder gar zu ihnen rein. Keine Frage, da ist ein solider Haag gefragt und noch mehr. Wenn der Haag im Normalfall funktioniert, enthüllt wieder ein Wildkamm. Ein Bacher mit ihrer Jungmannschaft sucht Regenwürm im Boden vor dem Haag. Die Haussäue sieht man nicht, sie schlafen hier alle weiter weg vom Haag. Wenn die Wildsäue fertig gewählt haben, zotteln sie wieder ab. Zurück bleiben nur ihre Spuren aus der Nacht. Zum Schauen, wo man in Witzwil mit dem Schutzkonzept gegen die Wildsäue steht, haben wir vier Fachexperten gebeten, das vor Ort miteinander zu diskutieren. Der Ueli Hausner, er ist der kantonale Wildhirter von dieser Gegend und zuständig für die Wildsäue. Der Nils Hahn, ein anerkannter Wildsaufachmann in Deutschland, der Jagd- und Landwirtschaftsbetrieb beratet und auch die Behörden. Der Alfred Buri, Leiter Landwirtschaft Witzwil, verantwortlich für die Freilandsäue und für den Feldbau. Und der Stefan Sutter, den Sie schon kennen, der das Verhalten der Wildsäue in dieser Gegend untersucht und mit den Wildcamps filmt. Die Situation hier ist eine Herausforderung, denn im Sumpfgebiet vom Fanel hat es einen Haufen Wildsäue, die einen Teil davon zur Nacht auf die Felder rauskommen. Spontan kommt hier dem Wildhirter die Idee, wie man den Knotengitterhaken nach unten besser sichern könnte, dass die Säue nicht unten durchschliefen. Er steckt den Pfosten mit einem Elektrodraht schräg in den Boden. Zwei geladene Drähte schützen so gegen das Eindringen von Wildsäue und auch gegen die Füchse, die am Gehen kleine Säule klauen. Auf der Innenseite halten nochmal zwei Elektrodraht die Säue auf die Stand zum Knotengitter. Eine Herausforderung ist auch der Schutz von Feldern gegen die Wildsäue. Das Konventionelle ist ja das, dass man es gerne so macht. Ich habe das Gefühl, horizontal sei die Lösung. Aber meine Meinung ist, die Sau kommt wie ein Keil. Darum würde ich dazu noch wie ein Keil herentun. In diesem Winkel. So kann man mit dem Motormäher unten durchpflegen. Einmal pro Woche durchfahren. Alle Woche, 10 Tage, tut man spritzen. Darum mit diesem System herkommen, an Boden legen. Mit dem Traktor fahren, aussteigen. Der Wildhüter ist ganz der Praktiker. Die Gelenke dieser Pfosten sind Halter der Rückspiegel für einen Traktor. Fertig. Wir wollten von den vier Experten wissen, wo sie ihren Schwerpunkt in Bezug auf die Wildsäue sehen. Der Biologe Stefan Sutter, der in der ganzen Schweiz Wildsäue studiert. Die Herausforderungen, die wir jetzt eigentlich haben in der Schweiz, ist, dass wir eigentlich nicht wissen, wie viele Wildschweine es wo. Und für das wäre es wichtig, dass wir ein Monitoring machen und eigentlich erfassen, wie viele Wildschweine wir haben. Und grundsätzlich sagt man ja, wir können die Wildschweine nicht zählen. Das stimmt aber so nicht. Also es gibt Methoden, wo man Wildschweine zählen kann. Und das wäre wichtig, dass man das jetzt angehen würde. Die ganze Wildschweinpopulation entwickelt sich ja eigentlich sehr gut in der Schweiz. Also wir haben eine Zunahme von der Population, wir haben auch flächige Zunahme. Das heisst, es gibt viele Gebiete in der Schweiz, die noch gar nicht besiedelt sind, gerade in den Voralpen. Also in Zukunft werden wir noch in Gebieten, wo wir jetzt noch kein Wildschwein haben, noch mehr Wildschweine auch haben. Einer der Gründe, wieso der Wildschwein so gut geht bei uns, ist das grosse Nahrungsangebot. Und das haben sie nicht nur im Wald, also Eicheln und Buchnüsse, sondern eben auch auf den Landwirtschaftsflächen. Und dort ist es wichtig, dass man halt ihnen den Zugang erschweren, dass sie nicht frei an die Büffel ankommen auf den Landwirtschaftsflächen. Und das kann man mit Präventionsmethoden machen. Also gute Zäune, wo man Maisfelder schützt, damit sie eben nicht an die hochenergetische Nahrung ankommen. Was der Stefan Sutter biologisch richtig feststellt, ist leichter gesagt als gemacht. Für einen Leiter der Landwirtschaft Witzwil, der Alfred Buri, ist darum wichtig. Die Sorgen, die uns die Wildschweine machen hier, sind, dass wir auf der einen Seite Dacherkulturen müssen schützen müssen. Also gerade Kulturen wie Mais, wo sie sehr gerne reingehen, aber auch intensive Kulturen. Herdöpfel zum Beispiel, Zuckerrüben, die sie gerne fressen, oder Eiweißerbs. Da müssen wir sehr viel Aufwand betreiben, um die Zäune zu erstellen und vor allem auch zu pflegen.
Darum ist es wichtig, dass ein Zaun für Dacherkulturen relativ schnell aufgestellt ist und auch relativ einfach unterhalten wird. Und wichtig für die Wildsauregulierung ist ohne Zweifel die Jagd. Aber die Jagd auf die scheuchen Wilden ist unglaublich zeitintensiv. Die Schweizer Milizjagd braucht es für das. Aber, sagt Ueli Hausener, die Milizjagd hat ihre Grenzen, auch die Wildhut hat Grenzen. Die sind so vermehrungsfreudig, dass wir denen nicht zu Boden kommen. Wir bringen es etwa einmal, zweimal her, dass wir eine Population weiter bekommen. Aber das können wir nicht permanent haben. Darum müssen wir auch lernen, mit den Wildsäugen zusammenzuleben. Zusammenleben muss man auch mit ihren Krankheiten, die für die Haussäuge eine Gefahr bedeuten können. Darum mit dem Wildsaufachmann Nils Hahn einen Blick nach Deutschland, wo die ASP schon angekommen ist. In Deutschland gibt es vielfältige Erfahrungen, Wildschweine von Freilandhaltung, von Hausschweinen fernzuhalten. Desgleichen aber auch natürlich, sie fernzuhalten von Feldfrüchten. Das Erste sind vielleicht die Freilandhaltungen. Wir haben da in aller Regel einen doppelten Zaunschutz, einen massiven festen Zaun, teilweise noch unterstützt durch einen Elektrozaun. Wenn das Zaungeflecht entsprechend hoch ist, sodass Wildschweine nicht oben drüber springen können und dass sie vor allem nicht unten durchgraben können, ist es ein sehr, sehr sicherer Schutz. Insel Riems in Norddeutschland, nicht weit von der Grenze zu Polen. Das Friedrich-Löffler-Institut ist spezialisiert auf die Forschung von gefährlichen Tiersäuchen, auch von der ASP. Im Hochsicherheitslabor studiert man die Krankheit und forscht an einer Impfung gegen die ASP. Ein Problem ist, wie man einen Impfstoff in freilebende Wildsäue bringt. Es gibt zwar erste Erfolge, aber für einen allfälligen Freilandeinsatz wird die Forschung noch ein paar Jahre brauchen. Und damit bleiben die Wildsäue der Schlüssel in der Begrenzung der ASP. Von der Labor an der deutschen Ostseeküste zurück in die Schweiz. Was würde das bedeuten, wenn plötzlich eine Wildsau mit ASP bei uns im Wald auftaucht? Dann ist es entscheidend, dass man tote ASP-Wildsäue möglichst schnell findet, dass sich nicht andere daran infizieren. Genau für diesen Fall bereitet man sich hier heute vor. Im Aargau fängt eine Nebung an. Man hat tote, aber gesunde Wildsäue ausgelegt. Jetzt vertraut man auf eine gute Hundenase, die toten Säue möglichst schnell finden sollen. Das Bindli und Roh warten ungeduldig, dass es losgeht. Das Suchhundeteam von Hans Döbeli und Regula Ritter gehen mit ihren Hunden an die Arbeit. Im Gegensatz zur Nachsuche nach angeschossenen Tieren auf der Jagd haben die Hunde keine Spur von der verletzten Sau. Sie müssen sie auf die Distanz schnüffeln. Oh, Säuli. Das braucht ein spezielles Training von diesen Hunden. Zielsicher findet der Hund die tote Sau. Wenn der Lassie-Film muss er jetzt zurück und der Hundeführerin dann zeigen, was er gefunden hat. So, du musst zeigen. So. So, ja. Nicht schlecken, so ist fein. Fein, schau. Regula Ritter sagt uns dann, warum es Sinn macht, bei der Kadaversuche Hunde einzusetzen. Die Hunde haben einen grossen Vorteil. Man findet Sauen vom Geruch her, die unter der Brombeere unten liegen. Man findet Sauen, also ich habe auf der Nachsuche schon erlebt, die so halb um Stöcke herumgeliehen sind, die man gar nicht findet. Wo man vielleicht sogar mit der Taschenlampe darunter zünden muss. Und gegenüber den Drohnen hat es natürlich den grossen Vorteil, wenn die Blätter draussen sind, magst du wahrscheinlich mit dem Wärmebild nicht durch die Blätter durch an den Boden runter, dass man es gerade sauber könnte sehen. Die guten alten Hundenasen sind also am Hightech und Menschen, die Kadaver suchen, haushoch überlegen. Die Wildsauratten sind im 19. Jahrhundert eben ausgerottet worden in der Schweiz. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie dann notisnoh wieder selber zurückgekommen und haben sich seither ständig weiter ausbreitet im Land. Die ausgesprochen sozialen Tiere können sich an einen Haufen Lebensräumen anpassen. Von Sumpfgebiet in die Berge, von Landwirtschaftsgebiet bis weit in den Siedlungsraum. Besonders beliebt sind grosse Schilfgebiete, wo sie vor den Menschen Ruhe haben. Aber sie sind ständig auf der Hut. Mit gutem Grund.
Ihre grosse Stärke, alle Verluste in kurzer Zeit wieder ausgleichen, ist ihre Vermehrungsfreudigkeit. Die Hartnäckigkeit von einem geilen Keiler in der sogenannten Rauschzeit, wenn die Weibli die Bachen brünstig sind, ist kaum zu übertreffen. Das wird zum Problem, wenn die Wilden in einem Freikeg domestizierte Damen wollen besuchen. Sogar junge Schnaufer sind schon kickerig. Und das hier ist für so ein grosses Viech doch ziemlich überraschend. Tag und Nacht probieren sie es, nicht immer erfolgreich. Aber offensichtlich immer wieder. Normal ist eigentlich ein Wurf im Jahr. Werden Wildsäue aber dezimiert, legen sie los. Schon jugendliche Bachen haben den Frischling und sie können statt einmal auch zweimal Junge haben im Jahr. Wildsäue erobern immer mehr ländliche Gebiete bei uns. Das schafft nicht nur im Zusammenhang mit ASP eine neue Situation für die Betriebe, die Haussäue züchten oder mästen. Die Problematik von der Krankheitsübertragung kennen Sie jetzt. Dank dem Schweinegesundheitsdienst hat sich zwar die Gesundheit der Haussäue stark verbessert und der Antibiotika-Einsatz hat sich reduziert. Trotzdem ist der standardmäßige Transport der Jungen vom Geburts- auf den Mastbetrieb immer mit einem Gesundheitsrisiko verbunden. Wegen der Wildsäue sind die Betriebe wie hier in Zwitzwil, die Sie schon kennen, die Säuhalter im Freiland gut beraten, wenn sie einen wildsaudichten Haken um ihre Stall- und Freikäge bauen, so dass die Wildsäue mit den Haussäuen keinen nahen Kontakt haben. Auch wenn die afrikanische Schweinepest mit dem Problem, das uns Coronavirus macht, nicht zu vergleichen ist, auch hier steht die Gesellschaft vor einer Herausforderung im Umgang mit einem Virus. Dort die Wildsäue müssen spezielle Einsatztruppen vorsichtig entsorgen. Man muss den Fundort desinfizieren. Nach Vorschrift müsste man ganze Wälder sperren. Niemand dürfte mehr rein. Auf Dutzende bis Hunderte Quadratkilometer Fläche während Monaten. Jagdtouristen, die in Länder reisen, die kommerzielle Wildsaujagden offerieren und die es auch ASP hat, müssen nach ihrem Jagdvergnügen beim Abschießen von Wildsäuen, wenn sie wieder daheim sind, ihre Schuhe und Kleider desinfizieren, bevor sie wieder bei uns in den Wald gehen. Wenn es mit Schuhen und Ausrüstung verschleppt wird, bleibt das zähe ASP-Virus monatelang infektiös für die Wildsäue. Idealerweise würden Gebiete, wo ASP-Kadaver gefunden werden, wildsaudicht einzäunen, zum ganzen Tier zurückheben. Und in der Umgebung müsste man die Wildsäue radikal dezimieren. Aber auch ohne ASP klagt die Landwirtschaft, dass es zu viel Wildsäue gäbe und die Jägerschaft nicht fertig bringt, genug Wildsäue zu schiessen. Das Auftreten von der ASP verlangt eine hochkomplexe Organisation. Die Veterinär vom zuständigen Bundesamt, dem BLV, stehen mit Konzept parat und auch die Kantonstierärzte. Aber wie sieht das auf der Wildtierseite aus? Wie werden Dutzende von privaten Jagdgesellschaften monatelang Einsätze gegen die ASP prestieren? Auch interkantonal mit Unterschied in den Jagdsystemen. Denn Wildsäue machen vor Kantonsgrenzen nicht Halt. Ist die Schweiz für diese Herausforderung wirklich gut aufgestellt? Wieder einmal ist ein Wildtier unbequem, weil es einfach ist, wie es ist. Und weil es zum Erträger und zum Opfer wird von einem Virus, das der Mensch um die Welt verschleppt hat. So intime Bilder zeigen, wie Wildsäue wirklich leben, in die Nacht verbannt, um einem Mensch ausweichen. Ständig Jagd, als Schädling oder zum Vergnügen. Es braucht eine Jagd, aber nicht zu viel. Es braucht Bauern, die ihre Felder schützen, dass sie nicht zu viel Nahrung haben. Und Schweinehalter, die ihre Haussäue mit strikten Biosicherheitsmaßnahmen schützen gegen die Viren. Das alles braucht es, damit Wildsäue mit den Menschen in der gleichen Landschaft leben können. Denn wenn wir unseren Teil wirklich richtig machen. Das
Zum Schluss der heutigen Sendung, wie Sie es kennen, bin jetzt Natur, meine vier persönlichen Fragen zum Thema aus der Sicht des Biologen. Erstens. Überall dort, wo es in Europa in letzter Zeit gelungen ist, Ausbrüche von der afrikanischen Schweinepest schnell wieder unter Kontrolle zu bringen, das war in Belgien, das war in Tschechien, das sind Gebiete, die von professionellen Wildtieren betreut werden. In anderen Gebieten, wo die Jagd in privaten Revieren von Hobbyjägern betreut wird, die nicht immer verfügbar sind, hat man heute grosse Probleme mit dieser Seuche, zum Beispiel im Osten von Deutschland. Ich frage mich, ob es bei diesen Erfahrungen im Ausland, in der Schweiz, nicht doch sinnvoll wäre, dass die Kantone, die ihre Jagd heute in privaten Revieren noch mit Hobbyjägern managen, dass die auch, wie andere Kantone, professionelle Wildtiere anstellen. Die könnten eingreifen, koordinieren, zusammen mit den privaten Jägern, wenn es mal wie bei einer so einer Seuchenausbruch, Seuchensituation schnell muss gehen. Und in normalen Zeiten könnten die Profi-Wildhüter auch das komplizierte Monitoring, das Überwachen, das Zählen von Wildbeständen an die Hand nehmen oder auch regulierend eingreifen, wenn das gezielt muss sein, bei den Tierarten, die sich nicht an Revier- und Kantonsgrenzen halten, Wildzäune, aber auch Rothirsch und Beutegreifer wie Luchs oder Wolf. Zweitens. Wenn Menschen mit gewissen Tierarten in Konflikt geraten, nicht nur mit Wildzäunen, sondern auch mit Tauben in der Stadt, mit Biber, mit Kormoran, vielleicht sogar mit Wölfen, dann höre ich immer als erstes Argument, die Tiere müssen weg. Oder wenigstens auf ein Mass reduziert werden, dass es wirtschaftlich vertretbar sei, was auch immer das heissen soll. Das ist aber gar nicht so einfach in den allermeisten Fällen. Und zweitens führen radikale Bekämpfungsmaßnahmen selten zur Lösung der Probleme. Darum frage ich mich, ob es nicht schlauer wäre und auch günstiger, dass alle Betroffenen bei der Wildzäune wären, dass die Jagd, die Landwirtschaft und Naturschutz zusammensitzen und gemeinsam schauen, wie man mit unbequemen Tierarten umgehen kann. Dass man sie genau kennenlernt, ihre Eigenheiten ausnützt, um mit ihnen möglichst ohne Konflikt zusammenzuleben. Drittens. Wenn Krankheitserreger zwischen Tier und Menschen hin und her gehen und weltweit Probleme machen, dann zeigt sich in der naturwissenschaftlichen Analyse, dass meistens die Aktivitäten der Menschen zu diesen Problemen führen. Das heisst nicht, dass jemand allein schuld ist, meistens spielen verschiedene Faktoren zusammen. Aber vor diesem Hintergrund frage ich mich, was denn nicht gescheit, national und international genau zu analysieren, welche speziellen Aktivitäten von Menschen denn zu so gefährlichen Situationen führen. Stichwort Massentierhaltung, wo es immer wieder Viren gibt, die auf den Menschen überspringen, z.B. bei der Grippe, wo sich dann um die ganze Welt verbreitet durch den internationalen Handel und Reiseaktivitäten der Menschen. Aus diesen Analysen dann Massnahmen abzuleiten, die für alle gelten, so dass das verhindert wird, und zwar bevor etwas passiert. Und viertens, es ist ja verrückt, ob es passt oder nicht, Viren, die winzigen biochemischen Partikel, sie haben nicht einmal einen eigenen Organismus, und doch können sie in einem simplen biologischen Vorgang die ganze Welt der Menschen auf den Kopf stellen. So, wie wir das im Augenblick erleben. Und ich frage mich, ob das nicht Anlass genug ist, in aller Bescheidenheit zu anerkennen, dass wir Menschen auch ein Teil dieser Natur sind und dass wir weiter vorweg sind, die Natur tatsächlich im Griff zu haben, so wie wir das immer wieder meinen. Das war's für heute. Bleibt noch der Hinweis auf morgen um 5 ab 8. Da heisst es wieder einmal ganz originell unser Dorf. Curvadis Mulens. Und jetzt sind gerade geht Einstein auf Grund im Mittelmeer. Die letzte Sendung Netz Natur, die sehen Sie, wenn Sie wollen, am 27. Mai. Das Netz Natur-Team hat dann eine ganz spezielle Sendung für Sie vorbereitet. Und es würde uns natürlich alle freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Also, gehen Sie den Viren aus dem Weg. Bleiben Sie gesund. Wir probieren es auch. Bis dann. Adieu miteinander.